Nachdem die Befestigungswerke sturmreif geschossen sind, wird ein Landungskorps zum Angriff angesetzt. Im Nahkampf werden die einzelnen Stellungen genommen. Der polnische Hafen Gdynien wird hartnäckig verteidigt. Versenkte Schiffe sollen die Hafeneinfahrt gegen das Eindringen deutscher Kriegsschiffe sichern. Unter dem Eindruck der Beschießung und des Vormarsches der deutschen Truppen bieten die Verteidiger von Gdynien die Kapitulation an. Die deutschen Truppen rücken in die eroberte Stadt ein. Aus Kellern und Schlupfwinkeln werden die Reste der ehemaligen polnischen Besatzung aufgestöbert, die sich dort in Zivilkleidung versteckt haben. Sofort nach der Einnahme trifft auch der Führer überraschend in der Stadt ein, die nach seinem Willen fortan Gotenhafen heißen soll. Als alter Soldat des Weltkrieges befindet sich der Führer seit Beginn des Feldzuges an der Front bei seinen Soldaten. Mit seinen Soldaten teilt der Führer auch das Essen aus der Feldküche. Mit den vormarschierenden Truppen rückt auch das Führerhauptquartier immer weiter ostwärts vor. Ständig wird der Führer über den Fortgang der Kampfhandlungen unterrichtet. Ständig ergehen vom Führerhauptquartier die entscheidenden Weisungen und Befehle.
Das erste große Operationsziel des Feldzuges, möglichst starke Kräfte des feindlichen Heeres westlich der Weichsel zur Schlacht zu stellen und zu vernichten, wird in einem geschichtlich einmaligen Ausmaße erreicht. Den von Schlesien und von den Beskiden, von Pommern und Ostpreußen her vorstoßenden deutschen Armeen gelingt es bereits am 8. Kriegstage, dem über Kutno zurückweichenden polnischen Hauptheer den Rückweg zu verlegen und weiter südlich bei Radom kämpfende polnische Divisionen von der Weichsel abzuschneiden und einzukesseln. Am 13. September 1939 hat die südlich Radom eingeschlossene polnische Gruppe aufgehört zu existieren. Am Tage danach meldet der Heeresbericht als vorläufiges Ergebnis der Vernichtungsschlacht bei Radom weit über 60.000 Gefangene. Übersehbare Mengen von Waffen aller Art sind erbeutet worden. Hunderttausende gefangener polnischer Soldaten treten den Weg in die Gefangenensammelplätze an. An allen Frontabschnitten setzen die deutschen Truppen die Verfolgung des geschlagenen Feindes in ostwärtiger Richtung fort.
dem äußersten Südflügel sind es ostmärkische und Gebirgstruppen, die in scharfem Nachdrängen die polnischen Verbände werfen und sie um Lemberg und nördlich ein. Kesseln und vernichten. Eine Überraschung gibt es für unsere Soldaten beim Übergang über den Sand. Mehrere Stunden beobachtet der Führer die vorbeirückenden Formationen. Das Bewusstsein, unter den Augen des Führers zu kämpfen, begeistert die Truppen immer wieder zu unvorstellbaren Leistungen. Um dem Feind keine Atempause zu gönnen, wird die Verfolgung Tag und Nacht fortgesetzt. Der Vormarsch der deutschen Soldaten steht in der gesamten militärischen Geschichte einzigartig da. In den ersten 8 Tagen besetzten sie ein Gebiet, dessen Eroberung im Weltkrieg ein volles Jahr gedauert hat, und entscheiden damit bereits das Schicksal des ganzen Feldzuges. Die ungeheuren Strapazen dieser Tage und Wochen haben unsere Truppen so ermüdet, dass sie überall den fehlenden Schlaf nachzuholen versuchen. Auch den kleinsten Aufenthalt benutzen die Soldaten zur Ruhe. Nach der notwendigen Rast gilt die erste Sorge den Waffen, die stets intakt und einsatzfähig gehalten werden müssen.
Nach der Ruhepause geht es unermüdlich weiter. Der Nachrichtenhunger der deutschen Soldaten ist so groß, dass sie selbst auf dem Vormarsch die Frontzeitungen lesen, die ihnen Bericht geben von den stolzen deutschen Erfolgen und der Arbeit in der Heimat. Unaufhaltsam ist der Vormarsch des deutschen Heeres. Wenn die Polen gemeint hatten, ihre Maginot-Linie seien ihre schlechten Straßen, so wurden sie eines Besseren belehrt. Weder für die motorisierten Kolonnen noch für die Fußtruppen waren sie unüberwindlich. Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Brauchitsch, der die Operationen des Heeres in Polen leitet, verteilt eiserne Kreuze an verdiente Soldaten. Durch Brückensprengungen suchen die Polen, das Nachrücken der deutschen Truppen zu behindern. Auch die große Weichselbrücke bei Dirschau wurde völlig zerstört. Überall werden sofort Pioniere eingesetzt. Auch die Männer des Reichsarbeitsdienstes bewähren sich im besonderen Maße bei der Wiederherstellung der zerstörten Straßen und Brücken. Nach kurzer Zeit bereits können unsere Soldaten über die neu geschlagenen Brücken ziehen. Der stürmische Vormarsch erfordert Beschleunigung aller Bewegungen. Wenn die Brücken nicht ausreichen, durchfahren unsere schweren motorisierten Einheiten die Flüsse.
Die deutsche Luftwaffe hatte vom ersten Tage an stärksten Anteil am Feldzug in Polen. Nach den Befehlen des Generalfeldmarschalls Göring wurden zwei starke Luftflotten gebildet und zur Führung des Luftkrieges gegen Polen eingesetzt. Durch ihren todesverachtenden Einsatz haben sie dem Heere unendlich viel Blut erspart und zum Gesamterfolg in höchstem Maße beigetragen. Beobachtungsflüge bringen der Führung wertvolle Meldungen und Aufnahmen von den Bewegungen und Stellungen des Feindes. Diese Lichtbilder werden sofort ausgewertet und sind Grundlage entscheidender Befehle. In engster Zusammenarbeit mit dem Heere werden in ununterbrochener Folge Schlacht- und Sturzkampfflieger eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, Bunkerstellungen, Batterien, Marschbewegungen, Ausladungen und alle wichtigen strategischen Verbindungslinien von der Luft her anzugreifen und zu zerstören. Sturzkampffliegerangriff auf einen militärisch wichtigen Eisenbahnknotenpunkt. Bei starkem polnischen Abwehrfeuer stürzt der Stuka-Flieger im Steilflug auf die Bahnanlagen zu und zielt dabei mit der ganzen Maschine. Wenige hundert Meter über dem Ziel wird die Bombe ausgelöst, das Flugzeug aus dem Sturz abgefangen und wieder aufgerichtet.
Ausgedehnte und gut getarnte Truppensammelplätze werden mit Maschinengewehrfeuer bestrichen. Ein feindliches Ziel ist erkannt und wird mit Bomben belegt. In wenigen Tagen beherrschen die deutschen Kampfflugzeuge den polnischen Luftraum. Alle entscheidenden Rückzugsstraßen und bedeutsamen Brücken sind vor den Augen des zurückweichenden Feindes zerstört worden. Eisenbahnknotenpunkte und Bahnhöfe wurden vernichtet. Die eisernen Schienenstränge der Hauptlinien unzählige Male durch Bombenabwürfe zerrissen und durch zerschmetterte Wagen und Lokomotiven völlig verstopft. Schwer bestückte polnische Panzerzüge, auf deren Wirkung die polnische Heeresleitung die größten Hoffnungen gesetzt hatte, sind durch deutsche Fliegerbomben völlig zertrümmert und aktionsunfähig gemacht worden. Die Flugplätze und Hallen der polnischen Fliegertruppen wurden durch die Angriffe der deutschen Kampfflieger unter Mitwirkung der Flak-Artillerie zerstört. Im Ganzen wurden rund 800 polnische Flugzeuge vernichtet oder vom Heere erbeutet. Die deutsche Infanterie erneuert ihren unvergänglichen Ruhm. Ihre Leistungen im Marschieren, ihr Ertragen aller Strapazen sind nicht geringer als ihre Leistungen im Kampf. Trotz erbitterter Gefechte und schlechtester Wegverhältnisse gehören Marschleistungen von 50 und 60 Kilometern am Tage nicht zu den Seltenheiten. Überall, wo Volksdeutsche wohnen, heißen sie unsere tapferen Soldaten mit dankerfülltem Herzen willkommen. Die Schreckenstage des polnischen Terrorregimentes sind für sie endgültig vorüber. Alle Zeichen der Fremdherrschaft werden schnell beseitigt. In den meisten Dörfern und Städten haben die Polen beim Rückzug sämtliche Häuser und Höfe in Brand gesetzt.
In unaufhaltsamer Verfolgung rücken die deutschen Truppen nach. Oft trifft sie unerwartet aus dem Hinterhalt das wohlgezielte Feuer aufgehetzter Elemente aus der polnischen Zivilbevölkerung. Diese feigen Heckenschützen und Franktüreure waren auch meist die Rädelsführer der zahllosen Bluttaten an wehrlosen Volksdeutschen. Sie werden überall sofort verhaftet und ihrer gerechten Strafe zugeführt. In den großen Gefangenenlagern wird das polnische Mordgesindel den misshandelten Volksdeutschen gegenübergestellt. Hier erkennt einer von ihnen den Mörder seines Bruders. Hier der berüchtigte Meuchelmörder von Konitz, der schwer verwundeten deutschen Soldaten die Augen ausgestochen und sie auf bestialische Weise zu Tode gequält hat. Diese auch von neutralen Ausländern beglaubigten Untaten werden von England glatt abgestritten. Dafür wärmt die feindliche Lügenpresse ihre alten Gräuelmärchen aus dem Weltkrieg wieder auf. Wie damals behaupten sie auch jetzt, die Kirche vom Hellen Berge mit dem Bild der schwarzen Madonna von Czernstochau sei von den deutschen Barbaren zerstört worden. Diese lange nach der Besetzung Czernstochaus aufgenommenen Bilder beweisen die Unversehrtheit des katholischen Heiligtums. Während unsere Truppen in den deutschen Grenzbefestigungen im Westen die Gegner in Schach hielten, haben die fünf Armeen der beiden deutschen Heeresgruppen den polnischen Feind an der ganzen Front weit zurückgeworfen und in seinen einzelnen Teilen voneinander getrennt. Auch die polnische Korridorarmee, die Danzig erobern sollte, wird durch die pommerschen Heeresgruppen abgeschnitten und in der Tucheler Heide umzingelt und vernichtet. Besonders zäh wird die Westerplatte verteidigt, die als polnische Zwingburg mitten auf Danziger Gebiet festungsmäßig auf das Äußerste gesichert und mit Waffen aller Art gespickt ist. Deutsche Kampfflieger belegen diese Widerstandsnester mit Bomben. Schleswig-Holstein nimmt die Westerplatte unter Feuer.
die Beschießung.